Brustverkleinerung ist dann sinnvoll, wenn die Brust übermäßig groß ist. Das bedeutet, die Patientinnen kommen dann zu uns mit dem Wunsch einer Verkleinerung, weil sie Schmerzen haben, sie haben starke Rückenschmerzen, sie haben häufig Entzündungszeichen in der Unterbrustfalte, sie haben einschneidende BH-Träger an den Schultern und sie fühlen wirklich die Größe und Schwere der Brust. Es gibt unterschiedliche Operationstechniken, wobei die Nahttechnik, also die Schnitte, die man dann nach der Operation hat, sich sehr, sehr ähneln. Man hat immer einen Schnitt um die Brustwarze herum, einen vertikalen Schnitt, das ist die sogenannte Stegnaht. Und dann hat man manchmal noch einen Schnitt in der Unterbrustfalte, wobei sich die Techniken dahingehend unterscheiden, woher man das Gewebe reduziert. Man kann das Gewebe entweder unterhalb der Brustwarze reduzieren, sodass die Brustwarze von oben her durchblutet bleibt. Man kann sie aus dem mittleren Teil reduzieren, man kann sie aus dem äußeren Teil reduzieren oder man kann sogar eine Reduktion machen, nur im oberen Anteil und dabei bleibt die Brustwarze dann von unten durchblutet. Das muss dann bei der Besprechung und bei der Untersuchung der Patientin besprochen werden. Man schaut sich die Formung der Brust an, man schaut sich an, wie weit die Brustwarze auch tatsächlich nach oben hin verschoben werden muss. Und das bespricht man dann mit der Patientin. Es ist auch davon abhängig, ob die Patientin danach, nach der Operation noch Kinderwunsch hat und gegebenenfalls auch noch ein Kind stillen möchte. Denn diese unterschiedlichen Resektionen oder die unterschiedlichen Lagen der Resektion, die sind dann auch, die verändern eine Stillfähigkeit. Also im Vorfeld sollte auf alle Fälle eine Untersuchung der Brust stattfinden. Entweder nur durch Ultraschall bei jüngeren Patientinnen, bei älteren über 50 sollte auch eine Mammographie durchgeführt werden, um einen Tumor auszuschließen. Genauso wie man auch Mikrokalk und damit diese Vorstufe der Stasis ausschließt, das Karzinoma in situ. Denn es wäre jetzt nicht so sinnvoll, man reduziert die Brust und findet dann erst bei der Brustreduktion den Tumor. Daher sollte eine ausgiebige Untersuchung der Brust vorher stattfinden. Dann untersucht man die Patientin natürlich hinsichtlich der OP-Fähigkeit. Aber ansonsten sind keine besonderen Untersuchungen notwendig. Also bei der Brustverkleinerung ist es so, dass man am Anfang die Patientin noch an der wachen Patientin und an der sitzenden Patientin eine Anzeichnung vornimmt an der Brust. Dabei wird die Mamillenposition in Bezug dann auf den Brustkorb bestimmt. Das wird angezeichnet, das werden die Resektionslinien angezeichnet. Dazu verwendet man auch manchmal eine Schablone. Nachdem die Narkose dann beginnt und nach dem Abwaschen wird zunächst einmal Haut tatsächlich, es wird depitellisiert, es wird die oberflächliche Hautschicht nur entfernt, damit die Brustwarze noch immer am Körper an der Durchblutung verbleibt. Die meisten stellen sich vor, bei einer Versetzung der Brustwarze stellen sich die meisten vor, man umschneidet die Brustwarze, nimmt sie ab und setzt sie dann irgendwo anders hin. Das passiert nicht, sondern die Brustwarze bleibt immer an der Durchblutung. Diese Durchblutung ist unterhalb der Haut, das nennt sich der subdermale Plexus, der durchblutet dann auch die Brustwarze, also das bedeutet, man nimmt tatsächlich nur die Haut ab. Anschließend erfolgt dann die Resektion, je nachdem, was man mit der Patientin besprochen hat. Dann wird die Brust neu geformt. Sie wird durch kleine Fädchen fixiert, die Patientin wird aufgesetzt. Man schaut nach Symmetrien, rechts zu links. Und erst nachdem das alles erfolgt ist, eine komplette Blutstillung erfolgt ist, Drainagen eingesetzt sind, erfolgt dann der Wundverschluss. Ja, das muss man sagen. Die Narben sind vorhanden, sie sind um die Brustwarze herum.
Es ist eine Stegnaht und je nachdem, ob man die Unterbrustnaht noch braucht oder nicht, auch eine Naht in der Unterbrust halte. Aber es ist schon so, dass man sagen kann, dass diese Narben nach circa einem Jahr deutlich verblassen. Also einer, der eine Narbe finden will, wird immer eine Narbe finden. Aber die verblassen in der Regel so gut, dass man nach einem Jahr, wenn man eine Patientin entblößt sieht, nicht unbedingt eine Narbe wirklich erkennt, wenn man das nicht vorher weiß. Also es verfolgt meist ein stationärer Aufenthalt, je nachdem wie viel Gewicht reduziert wurde, wie groß die Wundfläche ist, ist der stationäre Aufenthalt zwischen 1 und 3 Tage. Nach der OP sollte ein gut sitzender und stützender BH getragen werden für circa 6 Wochen postoperativ und es sollte darauf verzichtet werden, dass man schwere Lasten trägt, also dass man wirklich ein großes Gewicht in die Hände nimmt und es trägt, weil das nicht nur auf die Arme geht, sondern auch immer auf den Brustmuskel und damit werden dann auch Nähte beansprucht, die noch heilen sollen. Ja, es gibt ganz viele Studien dazu, die das auch besagen, dass man danach stillen kann. Das hängt aber auch jetzt wiederum von der Resektionsfläche ab, also ob die Brustwarze von oben durchblutet wird oder ob sie von unten durchblutet wird. Wenn die Brustwarze von unten durchblutet wird, ist das seltener der Fall, dass man danach stillen kann. Bleibt sie von oben durchblutet, ist es häufiger. Nichtsdestotrotz müssen wir jede Patientin darüber aufklären, dass es auch zum Verlust der Stillfähigkeit kommen kann. Die Risiken sind erstmal die allgemeinen Risiken, die jede OP hat. Es kann bluten, es kann sich entzünden. Durch Entzündungen können Wundheilungsstörungen entstehen. Wundheilungsstörungen sind häufig in den Bereichen, wo 2 Nähte aufeinandertreffen. Also entweder die Stegnaht in die Unterbrustfalte oder die Stegnaht zur Brustwarze. Wobei diese Wundheilungsstörungen, das sind meist oberflächliche Wundheilungsstörungen, die auch gut verheilen und auch schnell verheilen. Es kann zu kleinen Asymmetrien kommen. Es kann, wie gesagt, zu einem Verlust der Stillfähigkeit kommen. Und es kann auch zum Verlust der Brustwarze kommen. Das ist sehr, sehr selten. Aber wenn die Strecke, die die Brustwarze nach oben hin, also kranialwärts verschoben werden muss. Wenn die sehr lang ist, kann es sein, dass die Brustwarze nicht genug an Durchblutung bekommt und dabei dann auch absterben kann. Wie gesagt, sehr, sehr selten, ist aber nicht auszuschließen. Genau, da gibt es verschiedene Techniken der Rekonstruktion. Entweder man teilt dann die Haut der Gegenseite zum Beispiel, man entnimmt sonst am Körper pigmentierte Haut. Wir haben eine unterschiedliche Pigmentierung von Scheitel bis zur Fußsohle und da haben wir auch bestimmte Areale am Körper, die stärker pigmentiert sind und da kann man eine Hauttransplantation durchführen, dass man an den Arealen etwas Haut entfernt und sie dann zur Brustwarze formt. Oder man kann sie auch tätowieren. Die Krankenkasse übernimmt Brustverkleinerungen ab einem, also wie sie sagt, ab einem bestimmten Resektionsgewicht. Meist gibt es gibt so eine Größe von 400 Gramm, die so ein bisschen kursiert, aber ein Resektionsgewicht von 400 Gramm. Wobei dieses Resektionsgewicht natürlich, es muss ja eine Relation geben zur Größenschwere der Patientin. Wenn man eine kleine Patientin hat, die sehr wenig wiegt, sind 400 Gramm fast eine Amputation und im Gegensatz dazu bei einer großen Person mit mehr Körpergewicht sind 400 Gramm dann fast nichts. Dennoch gibt es bestimmte BH-Größen, die Patientinnen auch vorweisen müssen, damit eine Brustverkleinerung von der Krankenkasse bezahlt wird. Aus dem Grund erstellen wir dann, wenn wir das auch angemessen und indiziert sehen, erstellen wir einen Attest zur Vorlage bei der Krankenkasse und entweder es erfolgt die Zusage nach Aktenlage oder sie erfolgt dann nach einem Vorstellungstermin dann beim medizinischen Dienst.